Heute muss ich die sicherste Base in Minecraft bauen. Dafür habe ich einmal 10 Sekunden Zeit, 2 Minuten und 10 Minuten. Und ich würde sagen, Freunde, wir fangen an mit dem 10-Sekunden-Haus. Und unser 10-Sekunden-Haus muss gegen 10 Zombies gewinnen. Das ist schon ziemlich schwierig, dafür, dass wir nur 10 Sekunden zum Bauen haben, Freunde. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Stein. Wir brauchen Lava. Wir brauchen vielleicht noch ein paar Spinnweben. Das wäre cool. Ein Hebel, eine Tür. Und ganz wichtig, Freunde, wir brauchen TNT. Und wenn du denkst, dass wir es schaffen, heute gegen alle Mobs zu gewinnen, dann lass mal jetzt ein Like da in 3, 2, 1 und... Wow, danke für euren Like. Und ich würde sagen, wir starten den Countdown. Wir haben 10 Sekunden Zeit. Es geht los in 3, 2, 1 und los. Kommt schon, Freunde. Nein, wir haben nicht viel Zeit. So. Vielleicht noch hier eine Tür hin. Ja. Zack, zack, zuck. Hier noch ein bisschen TNT. Komm schon. Wow, Freunde. Und wir haben es schon geschafft. Also, viel mehr hätten wir nicht bauen können. Ich würde sagen, jetzt müssen wir mal testen, ob die Zombies gegen uns gewinnen. Ich würde sagen, Freunde, wir spawnen die Zombies in 3, 2, 1 und jetzt. Oh, Freunde, hier sind schon ganz viele Zombies. Kommt schon, wir müssen in unser sicheres Haus gehen. So, ihr seht, im Haus sind wir schon mal ein bisschen sicher. Aber sobald die hier vorne dran sind, haben wir keine Chance mehr, Freunde. Ich glaube, wir müssen das TNT zünden. Kommt schon, ja. Komm, nein, jetzt kommt... wir sind gefangen im Spinnweben. Nein, Freunde. Och, Mann, wir haben die erste Runde verloren. Okay, Freunde, das war das 10-Sekunden-Haus. Aber nun haben wir ja 2 Minuten Zeit. Und ich würde sagen, wir schauen mal, gegen welche Mobs wir jetzt gewinnen müssen. Freunde, wir müssen gegen Iguana Kings gewinnen. Das heißt, die sind richtig schwierig. Schaut euch mal an, wie gefährlich die aussehen, Freunde. Oh mein Gott. Und gegen die müssen wir jetzt unser Haus verteidigen. Ich würde sagen, bleibt unbedingt dran. Wir stellen den Timer und auf los geht's los. Und übrigens, Freunde, habe ich hier unten noch eine geheime Kiste versteckt mit Mods. Und die können wir auf jeden Fall auch benutzen. Wir haben hier richtig coole Sachen. Schaut euch das mal an. Das werdet ihr gleich aber alles sehen. Ich würde sagen, Freunde, wir starten den Timer in 3... 2, 1 und wir haben 2 Minuten Zeit, Freunde. Und dafür werde ich auf jeden Fall diese coole Axt hier benutzen, denn damit kann ich mir einen kleinen Vorteil verschaffen. Und zwar kann ich jetzt dadurch hier verschiedene Sachen platzieren. So, ihr seht, schaut mal, Freunde, wie schnell das geht. So, das kann ich jetzt hier wieder machen. Zack, oh, komm schon, die Zeit läuft. So, und wir haben ja schon mal so das Grundgerüst geschaffen für die coole Base, Freunde. So, ach Gott, wir haben nicht so viel Zeit, 2 Minuten. Aber das ist schon mehr, als wir gerade eben hatten. Okay, also, das sieht schon mal gut aus. Ich würde sagen, wir machen so einen Obsidian-Kasten drum. Oh, Freunde, damit sind wir richtig, richtig sicher. So, und was natürlich wichtig ist, ist eine Tür, in die wir reinkommen können. Schnell, schnell. Und das ist keine normale Tür, Freunde. Und die können wir nämlich mit einem Passwort versiegeln. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingebe, das Passwort ist 1234, kommt man nur rein, wenn man das Passwort eingibt. So, ihr seht's. Oh, 1234. Und nun ist man drin. Sonst aber nicht, Freunde. Kommt schon, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ganz wichtig sind auch coole Kameras, dass wir immer wissen, wann die Mobs kommen. Das heißt, wir platzieren hier jetzt erstmal überall Kameras, Freunde. So. Okay, dann fliegen wir hier entlang. Oh nein, Freunde, die Zeit rennt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, überall Kameras platziert. Schon mal check, Freunde. Das sieht richtig cool aus. Und Freunde, wie in jeder anderen sicheren Base, darf auch hier ein kleiner Lavagraben nicht fehlen. Das heißt, wir bauen jetzt hier ganz schnell einen Graben. Oh, schnell, Freunde. Ich bin so gespannt, ob wir den Kampf wieder gewinnen oder dieses Mal gewinnen werden gegen diese krassen Mobs. So, und wie gesagt, gehört hier jetzt auch ein Lavagraben hinzu. Das heißt, Lavagraben. Wir brauchen dich. So, Freunde, schnell. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und wir haben nicht mehr lange Zeit, Freunde. Wir müssen uns ranhalten. Schnell, bevor die bösen Mobs kommen. Aber ich glaube, das sieht schon mal ziemlich gefährlich aus und abschreckend. So, guckt euch an hier, Freunde. Wie cool sieht das denn aus? Unsere Base ist schon auf einem richtig guten Weg. Aber wie in jeder coolen Base brauchen wir auch hier einen Laser, Freunde. Und ich würde sagen, den platzieren wir mal hier hin. So, Laser machen wir hier so zwischendurch. Ja, Freunde. Und jetzt haben wir schon so eine coole Laserwand. Und ich würde sagen, der Eingang, Freunde, der wird auch mit Lasern sein, dass die Mobs nicht durchkommen. So, boah, Freunde, die Base wird richtig cool. Und wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Kommt schon, Freunde, kommt schon. Okay, Freunde, also, unsere Base sieht momentan schon mal so aus. Aber da müssen wir auf jeden Fall noch einiges tun. Und zwar brauchen wir hier oben noch einen Zaun.
Schnell, Freunde, die Zeit rennt uns davon. Schnell, 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 wir haben nicht mehr lange Zeit. Dieser Zaun müssen wir aber noch platzieren. Sonst haben wir ja keine Chance. So, Freunde, kommt schon. Und wir brauchen noch eine Treppe in unserer Base. Wir müssen uns ranhalten. Wir haben wirklich nicht mehr lange Zeit. Oh, Jemine. So, Freunde, kommt schon. Hier jetzt alles zumachen, ja? Das sieht doch schon mal gut aus. Und die Kameras müssen wir auch noch verbinden. Oh Mann, Freunde. Und was ganz wichtig ist, wir setzen jetzt hier noch ein Geschütz hin. Das heißt, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn ich nun hier einen Zombie platziere, schießt dieses Geschütz den ab, Freunde. Guckt euch das mal an. Boah, die haben gar keine Chance. Kommt schon, Freunde, das wird richtig cool. Einmal hier durchgehen, die Türe öffnen. So, und jetzt noch ganz kurz hier eine Treppe hochbauen. So, Freunde, und wir haben schon so gut wie geschafft. Ich würde sagen, Freunde, die Zeit ist auch jetzt abgelaufen. Und jetzt testen wir mal, ob diese coolen Mobs, ob wir gegen die verteidigen bzw. gewinnen können. Ich bin so gespannt. Seid ihr bereit? Wir haben hier die Spawn-Eier. Und jetzt testen wir es. Kommt schon. Oh, Freunde, weg, weg, weg. So, allen schnell hier reingehen. Wir sind drin und mal gucken, ob es klappt. So, ob uns die Base verteidigen kann. Ja, komm her, kommt doch her. Unsere Base ist stärker als wie du. Boah, Freunde, der hat gar keine Chance. Guck mal, unsere Base wird den schon holen. Boah, Freunde, guck mal, der probiert und probiert, aber er hat einfach keine Chance. Denn das Geschütz ist viel zu stark. Edge, Badge, komm doch mal hoch, wenn du dich traust. Boah, Freunde, der traut sich nicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal in die Kamera rein. Boah, Freunde, guckt euch das an. Das Geschütz schießt den einfach die ganze Zeit ab, den Iguana King. Boah, Freunde, der hat gar keine Chance. Oh, komm schon, ich würde sagen, wir gehen mal runter und kämpfen mal ein bisschen gegen ihn. So, Iguana King, komm mal her, wenn du dich traust. Edge Badge, hier ist Tünti. Ey, nein, Freunde, was geht denn jetzt ab? Er schlägt hier einfach gegen meine Base. Nein, Freunde, er macht die Base kaputt. Oh, wartet mal, er ist vielleicht doch stärker als gedacht. Ey, Iguana King, hihi, ich bin hier oben, mich kriegst du nie. Ha, 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 ha. Guckt ihn euch an. Ey, nein, Freunde, er hat mich runtergehauen. Iguana King, Edge Badge. Nein, Freunde, wir müssen flüchten. Nein, 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 nein. Der Iguana King, wir hätten ihn nicht provozieren dürfen. Jetzt kommt er mir hinterher. Oh, ich muss schnell wieder in die Base rein. Komm schon, Freunde. Der Iguana King hat's echt in sich. Oh, ich bin... Nein, 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 ich habe nur noch ein Herz. Der Iguana King geht auf mich drauf, Freunde. Nein, 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 nein. Komm schon, nein. Okay, Freunde, das... Und das war bislang noch ein Kinderspiel. Denn jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, um uns eine ultra krasse, sichere Base in Minecraft zu bauen. Ich würde sagen, bleib unbedingt dran. Der Kampf wird schwieriger und wir schauen einfach mal, was für Mobs jetzt gegen uns kämpfen werden. Oh mein Gott, Freunde, einfach gegen Nether Surge und den Rockhound. Freunde, das wird unglaublich spannend. Ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, jetzt gegen diese beiden ein Battle zu bauen, beziehungsweise eine Base, lasst mich unbedingt mit einem Like wissen. Das wird unglaublich krass. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir bauen uns jetzt eine Base in 10 Minuten. Und die, Freunde, die wird so krass. Das werdet ihr noch nie gesehen haben. So eine coole Base. Ihr seht's, Freunde, für diese Runde habe ich mir nun auch richtig krasse Waffen geholt. Mit diesem coolen Bogen hier, mit diesem Schwert. Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Und du fängst an, den Timer zu stellen. Es geht los. 10 Minuten sind da. Und ich würde sagen, Freunde, los geht's. So, erst da schnell die Sachen hier verstauen. Und ich würde sagen, unsere Base machen wir jetzt komplett aus Obsidian. Dafür holen wir uns wieder unsere Super-Tule Holzaxt. So, und machen erstmal so einen fetten, hier so einen kleinen Kasten hin. Also, Set, warte, Post 2, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt müssen wir Obsidian hier hinsetzen, Freunde. Und jetzt haben wir schon mal so einen Kasten. Das sieht jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch aus, aber glaub mir, Freunde, das wird ein unglaubliches Teil. Und auf diesen Kasten setzen wir einfach nochmal einen Kasten drauf, sprich hier. Und dann geht's hier hoch, Post 2. Und wir setzen den nächsten Obsidian-Kasten drauf, Freunde. Also, unser Grundgerüst ist, glaube ich, schon mal richtig, richtig gut. Das haben wir aber... Wir haben ja noch genug Zeit. Das heißt, ich würde sagen, wir platzieren hier jetzt erstmal wieder so einen kleinen Rahmen rum. Genau, also bis hierhin. Set Quarzblock, Freunde. Sehr schön, das machen wir. Würde ich sagen, hier auch nochmal. Bis hierhin. Dann machen wir uns dieses Mal nämlich... Haltet euch fest, Freunde, einen Wassergraben. So, das heißt wieder hier hin machen und bis
hier hin, um genau zu sein. Genau. Und das müssen wir jetzt einmal mit Wasser vollenden. So, Freunde, das sieht doch schon mal cool aus. Dafür holen wir uns jetzt erstmal einen Wassereimer. Oder wir könnten auch einen falschen Wassereimer machen, Freunde. Da haben wir noch irgendwas mit Gift. Boah, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier doch kein Wasser hin. Wir machen hier Gift hin. Guckt euch an, Freunde. Ja, 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 wir machen hier auf jeden Fall Gift hin. Das ist viel gefährlicher. Das macht auch mehr Schaden. So, okay, das heißt, wir müssen aber erstmal hier das wegmachen. So, komm schon, wir dürfen auch nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Freunde, wir machen jetzt erstmal hier so einen Giftgraben hin, Freunde. Das heißt, wenn hier ein Mob reinläuft, dann wird der komplett vergiftet. Und das möchte ja keiner. So, komm schon. Hier erstmal alles zubauen. Okay, das sieht auch ein bisschen aus wie der Nether irgendwie. Oder sehe nur ich das? Nee, ich weiß nicht. So, okay. Also, das hier muss alles noch weg. Zack, 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 Freunde. Das sieht jetzt im ersten Moment noch ein bisschen krass aus. Aber, glaubt mir, ich habe so eine coole Idee dahinter, was wir hier als nächstes hinbauen werden. So, okay. Also, der Graben ist schon mal gemacht, Freunde. Und hier darf man auf keinen Fall reinspringen. Denn das ist das pure Gift. Okay, also, das haben wir jetzt schon mal erledigt. Da machen wir hier so einen kleinen Durchgang hin, dass man dann reinkommt in unsere Base. Wir brauchen ja auch noch einen Eingang. So, und ich würde sagen, den machen wir hier. Ja, doch, das sieht doch schon mal gut aus. Und, oh Gott, Freunde, hier drin ist es ja noch komplett dunkel, beziehungsweise hier ist ja alles voll mit Blöcken. Das kriegen wir hin. So, Moment, dann gehen wir einfach mal hier runter. Oh, ich darf nicht runterfallen. So, und jetzt platziere ich hier einfach Luft. Und dann ist es hier schon mal ein bisschen offener, Freunde. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. So, und wenn ich das jetzt hier aufmache, seht ihr es. Kommt schon, einmal bitte die Tore öffnen. Okay, Freunde, schaut's mal. Das sieht jetzt schon mal richtig cool aus. Also, hier werden wir jetzt unsere Base dann reinbauen. Aber natürlich dürfen wir hier keinen Eingang lassen. Denn hier wird jetzt wieder Lava platziert. So, also machen wir das hier wieder weg. Und, oh nein, 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 oh Gott, setzen jetzt hier Lava hin, Freunde. Das ist doch schon mal richtig, richtig cool. Und ich glaube, damit sieht unsere Base schon einen Ticken gefährlicher aus. Also, hier ist der Eingang. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch so wieder so Zaun hin. So Eisenzaun, Freunde. So, dass man hier auch gar nicht rein kann. Dass das hier wirklich nur meine Base ist. Und wieder so eine coole Passworttür, oder? Ich denke, so eine Passworttür wäre schon wieder was Cooles. Okay, also das Grundgerüst von unserer Base ist jetzt schon mal geschafft. Aber da fehlt natürlich noch viel mehr, Freunde. Denn dieses Mal möchte ich hier überall Laser haben. Das heißt, wir bauen hier wieder so eine kleine Wand vorne dran. Machen die hier hoch. Sehr schön. Dann hier wieder ein bisschen die Wand entlang. So. Und auch hier wieder hoch. Und wenn ich das jetzt alles zugebaut habe, werde ich hier in diese Zwischenräume einfach immer coole Laser machen, Freunde. Oh, ich freue mich so. Denkt ihr, ich kann den Kampf gewinnen? Ich würde mich sehr freuen. Aber ich sag's mal so, einfach wird's nicht. Auf gar keinen Fall. Dementsprechend müssen wir uns ranhalten, dass wir so schnell wie möglich noch ganz viele Sachen hier zubauen können. So, und jetzt brauchen wir wieder Laser. Und was wichtig ist, Freunde, wir brauchen auch dieses Mal einen Alarm. Hier sind jetzt überall Alarmanlagen, dass wir wissen, wann es losgeht. So, einmal die Alarmanlagen bitte hier. So, dass hier überall Alarm gesichert ist, dass hier gar keiner reinkommen kann, unbemerkt. Okay, also hier alles zu. So, Freunde, alles mit Alarmanlagen vorne. Ich bin so gespannt, Freunde, wie lange wir noch Zeit haben. Ich hoffe, ihr habt euch den Timer auch mitgestellt. So, okay, also hier sind jetzt schon mal überall Alarmanlagen. Dann brauchen wir noch überall coole, fette Kameras. Und zwar hier, hier. Dann würde ich sagen, brauchen wir auch hier noch eine Kamera. Ganz hier oben an der Base eine. Und dann wissen wir schon mal, wo die ganzen Leute herkommen. So, und hier setzen wir jetzt überall den Laser hin, Freunde. So, und ich weiß doch, ihr liebt die Laser. Oh nein, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Upsi. So, okay, also die erste Laserwand ist schon mal gemacht, Freunde. Das sieht richtig cool aus. So, und, oh, Freunde, wir haben es fast geschafft. Die erste Wand ist fast zu Ende. So, jetzt haben wir hier überall die Laser. Und zack, zack, zack. Freunde, guckt euch an. Unsere Base wird richtig krass. Das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Vor allem, hier ist Wasser, hier ist Lava. Ich würde sagen, wir setzen hier noch diese coolen Spikes hin, dass man hier auf jeden Fall nicht rüberlaufen kann. So, und außer, oh Gott, ich muss ja auch noch rüber. So, ich komme ja nur so rein. Dann brauchen wir noch die Tür, die passwortgeschützte Tür einmal. So, perfekt. Das Passwort ist dieses Mal 1, 2, 3, 4.
So, speichern und, na, hier kommt man nicht durch. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Spikes hin, Freunde. Oh, die Base wird so cool. Ich bin so auf den Kampf gespannt gegen diese krassen Mobs, ey. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Und wir brauchen noch mehr Laser, Freunde. So, wo sind denn die Laser wieder? Hier. So, einmal Laser. Dann zack. Ach, Mann. Ich bin aber auch manchmal nicht so clever, Freunde. So, 1, 2, 3. So. Oh, Freunde, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich darf nicht zu viel Zeit verlieren, denn das ist hier alles hier auf Zeit geregelt. Dementsprechend haben wir auch nicht mehr so lange. So, aber erst einmal machen wir hier weiter. So, also, die Base ist schon auf einem sehr guten Weg, dass sie gleich fertig ist. Aber dafür fehlen noch 1, 2 Dinge. Und der Kampf wird auch richtig krass, Freunde. Vor dem Kampf habe ich richtig Angst. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal müssen wir hier alles weitermachen. So, okay. Diese Seite ist auch fertig, Freunde. Und jetzt nur noch die Rückseite. Und dann ist die Basin von aus, glaube ich, schon relativ weit. Was fehlt denn dann noch? Ich glaube, es gibt noch einige Dinge. Zum Beispiel unsere Geschütze. Die werden wir auf jeden Fall wieder brauchen, Freunde. So, ey. Freunde, jo nein, hier spinnt das jetzt, es buggt hier rum, egal, das ist kein Problem, wir dürfen nicht so viel Zeit verlieren, denn wir brauchen jetzt noch unsere Geschütze und da machen wir nicht nur eins hin dieses Mal, Freunde, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück auf einer Seite und auf hier auch nochmal 10, oh Freunde, wie cool und ich zeige euch mal, wie drastisch das jetzt sein wird, wenn ich jetzt hier einen normalen Zombie platzieren werde, der überlebt keine Sekunde, dafür muss ich die Schwierigkeit einfacher machen, oh Freunde, guckt euch mal an. Die Zombies haben gar keine Chance. Wie cool wird das denn? Die werden komplett zerstört. Okay, ich würde sagen, das sieht schon mal alles richtig, richtig cool aus. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Denn wir müssen noch Spinnenweben platzieren. Und zwar hole ich mir jetzt hier ganz schön viele. So, dass die auch ja nicht reinkommen. So, einfach mal immer hier so Spinnenweben vor die Geschütze. Und das geht dann immer noch. Dann werden nämlich die... Ey, Zombies, gebt mal weg hier, Alter. Guckt mal. Dann können die nicht auf die zulaufen. Aber die Spinnenweben treffen sie natürlich trotzdem, Freunde. Das ist einfach so eine coole Armee. Und ich würde sagen, wir platzieren uns auch noch ein bisschen TNT. Das ist richtig eskaliert, Freunde. Dass wenn die wirklich zu nahe kommen, dass sie in die Luft gesprengt werden. Boah, Freunde. So, und nein, hier müssen auch noch Spikes hin, sehe ich gerade. Dass, wenn die Mobs von der Seite kommen, wir natürlich auch noch andere Sachen haben. Kommt schon, Freunde, mehr Spikes. Wir brauchen mehr Spikes. So. Okay, ich glaube, ihr könnt mal eine Bewertung in die Kommentare schreiben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie cool findet ihr diese Base bislang? Ich finde sie ist eine 10 von 10. So, einmal kurz reingehen bitte. Passwort 1, 2, 3, 4. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch einen Weg nach oben bauen. Aufs Dach. So, okay. Und dafür würde ich sagen, benutzen wir eine Leiter. Einfach eine ganz normale Leiter, Freunde. Das sollte, glaube ich, schon passen. So, einmal eine Leiter hier auswählen. Und dann geht's hier hoch, Freunde. Und ich glaube, wir müssen auch gleich schon aufhören. Dann ist die Zeit vorbei. So, kommt schon. Wir machen hier noch so ein bisschen so eine Schutzbarriere hin. Oh, Freunde, das wird so cool. So, jetzt hier entlang. Und ich würde sagen, wir haben einfach schon unsere Base fertig, Freunde. Das ist unsere fertige Base fast. Denn eine Sache fehlt noch. Wir brauchen dafür Nether. Schön, Netherrack. Und dann noch ein Feuerzeug. Und zwar soll hier oben auch noch alles die ganze Zeit brennen, Freunde. Oh, wie cool. So, guckt euch an. Zack, zack, zack. Wir müssen Feuer stiften. So, ich bin ein Feuerstifter, ein Brandstifter, Freunde. Guckt euch an. Boah, jetzt sieht die Base, glaube ich, schon mal richtig, richtig gefährlich aus. Und das ist richtig gut. Und jetzt können die Mobs von mir aus kommen. Ich habe keine Angst. Ich werde mich nicht verstecken, Freunde. Boah, ich bin bereit zum Kämpfen. Okay, Freunde, seid ihr bereit gegen den Kampf? Gegen diese beiden krassen OP-Mobs? Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Und wir platzieren die Mobs. Oh mein Gott. Wo bin ich hier gefangen? 1, 2, 3, 4, schnell rein. Wow, Freunde, die gehen ja... Oh mein Gott, Freunde, schaut's euch an. Die gehen ja richtig ab. Kommt schon, Base. Freunde, wenn ich dieses coole Base hier nicht hätte, dann würde es hier voll eskalieren. Geh mal weg hier, Alter. Boah, Freunde, die sind echt richtig stark. Die sind wirklich stark. Die darf man nicht unterschätzen. Nein. Guckt ihn euch an, der campt hier vor der Base die ganze Zeit. Ich gehe mal ganz schnell den goldenen Apfel essen. Ich weiß gar nicht, wie viel Herzen ich habe. Freunde, die sind auf jeden Fall beide richtig, richtig OP. So, der eine steht auch noch. Na, wow, Freunde. Nein. Oh mein Gott, der kann einfach fliegen, oder was?
Wartet mal, was war denn das hier gerade? Was war denn das hier gerade? Moment mal, ist der hier wirklich gerade hochgeflogen? Da ist er, ey, nimm mal das! Boah, Freunde, wie krass OP ist der denn? Oh, hier kommen seine anderen Mobs. Oh, nimm das, Freunde. Den kriegen wir, den kriegen wir. Oh mein Gott, Freunde, der ist so gut, dieser Mob. Schaut euch das mal an. Wir sind gerade weggeflogen. Der hat uns einfach weggeschubst. Naja, das kriegen wir trotzdem hin. Der hat nicht mehr so viel Leben. Kommt schon, den treffen wir. Nein, jetzt kommen wieder seine kleinen Baby-Mobs hier. Geht mal weg von mir, Alter. Okay, also ihr seht, unser Geschütz greift ihn aber auch gut an. Der andere, der steht einfach nur da bislang. Und jetzt sind wir auch vergiftet, oder was? Wir sind auch vergiftet, Freunde. Komm schon. Nein, 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 wir müssen auf jeden Fall was essen. Was geht denn jetzt ab, Freunde? Hier kommen noch ganz viele andere Mobs. Ich glaube, das wird eine richtig harte Nummer, gegen die hier zu gewinnen. Aber was macht der denn hier eigentlich? Was stehst du da so da wie Falschgeld, Alter? Komm schon, wir müssen noch mal was essen. So, und dann geht's hier mal ordentlich raus. So, okay, okay, also unsere Base, wow, Freunde, ich bin vergiftet, hey, Mann, die sind echt gut, Alter, ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber der hier, boah, Freunde, jetzt ist auch der hier noch erwacht, oh Mann, guckt's euch an, jetzt geht der auch noch los, nimmt das hier, Alter, oh, Freunde, jetzt eskaliert's komplett, ich bin mal ein bisschen aus der Base rausgegangen, dass wir die mal richtig attackieren können hier, dass es einen richtig epischen Fight gibt, aber ich bin in meinem eigenen Spinnenweben gefangen, nimm das, du Ritter. Nein, Freunde, oh, nein, ich bin in die Spikes gefallen, nein, 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 oh, das ist echt ein krasser Kampf, das ist ein richtig krasser Kampf hier, nimm das, den kann man nämlich nur von hinten attackieren, Freunde, in diesem Schwert, so, so, nimm das. Boah, Freunde, ich muss was essen. Ich bin auch vergiftet wegen dem Gift hier. Oh nein, ich habe mich mit meinen eigenen Waffen geschlagen, glaube ich, hier fast. Okay, 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 also, es wird hier richtig... Oh, nimm das. Kommt schon, hier, den kriegen wir, Freunde. Ich glaube, ich habe fast den Überblick verloren. Ich habe fast den Überblick verloren, aber den einen kriegen wir, glaube ich. Komm schon, nein. Oh, Freunde, ich werde hier, glaube ich, nicht mehr lang überleben. Der ist richtig stark. Aua, 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 aua. Den holen wir uns jetzt aber. Nimm das. Nimm das. Der hat nur noch 100 Leben, Freunde. Der hat nur noch 100 Leben. Komm schon. Ja. Komm, noch 2 Hits und wir haben ihn, Freunde. Und ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Wir haben aber den ersten besiegt. Wie cool ist das denn, Freunde? Ich würde sagen, unsere Base hat auf jeden Fall gewonnen. Und wir haben es einfach geschafft. Unsere 10-Minuten-Base war so krass OP, dass wir keine Chance hatten zu verlieren, Freunde. Ihr seht's, Freunde, wir haben jetzt einfach so einen coolen Roboter. Und Pat, bist du bereit für die erste Runde? Ich bin sowas von bereit und ich werde dich vernichten. Dann auf los geht's los. 3, 2, 1 und komm schon, Roboter. Und nein, was hast du denn da gespawnt, Pat? Du hast einfach so einen Endergolem oder was hast du denn da gespawnt? Oh ja, das ist mein Endergolem. Komm schon, Roboter, meine Zukunftsroboter werden die erste Runde. Wow, die machen einfach alles kaputt, Pat. Der ist ja tot, das sehe ich nicht ein. Komm schon, du darfst nochmal einen spawnen. Aber jetzt auf los geht's los. Ey, was habt denn ihr hier vor? Kommt schon. Komm, Endergolem. Der hat doch keine Chance. Kommt schon, Roboter. Die Zukunftsroboter. Die Zukunft. Oh, das hat ihn aber sowas von erwischt. Niemals. Komm schon, Roboter. Mach keinen Breakdance. Hol dir den Endergolem. Ja, nein. Freunde. Wir haben die erste Runde für uns entschieden. Und damit steht es 1:0 im heutigen Mob-Battle. So, Freunde, es steht mittlerweile 1:0 für euch. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir gleich noch vorhaben. Und zwar, wenn wir hier rausgehen, haben wir hier eine Zukunftsseite und hier eine, ja, alte Seite. Freunde, schaut mal, hier ist alles so bewachsen. Und ich habe ja hier diesen Zukunftstrank, den habt ihr ja schon gesehen. Und ich habe hier den Vergangenheitstrank. Und ich würde sagen, Freunde, nachdem wir gerade einen Mob in die Zukunft verwandelt haben, wird es jetzt Zeit, einen Mob in die Vergangenheit zu verwandeln. Und ich bin so gespannt, was dabei rauskommt. Und übrigens, der Gewinner des Battles darf nachher in das Jahr 3020 reisen. Und das werden auf jeden Fall wir sein, Freunde. Anhand dieses Mobs, Freunde, testen wir nun den Vergangenheitstrank. Und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, was passiert mit dem Vergangenheitstrank, dann lasst mal alle jetzt nochmal einen dicken Like da in 3 Sekunden. 3, 2, 1. Wow, Freunde, so viele Likes. Das habt ihr euch verdient. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt den Vergangenheitstrank. Komm schon, verwandel dich in ein altes Monster zurück. Wow, Freunde,
Das ist ja krass. Dieser alte Ritter hat sich einfach in den eisernen Rocknaut verwandelt. Denn der ist anscheinend noch viel, viel älter. Ach du grüne Neune. Ich würde sagen, davon spawnen wir einfach noch ein. Wie krass OP ist eigentlich dieser Vergangenheitstrank. Und ich würde sagen, Pat, bist du bereit für die nächste Runde? Oh ja, und wie ich bereit bin. Okay, kannst du den Countdown runterzählen, dass wir wieder loslegen können? Oh ja. Okay, dann schieß mal los. So, dann geht's los in 3, 2, 1 und mögen die Spiele beginnen. Los geht's. Und wen hast du denn hier gespawnt? Du hast den Zyklopen gespawnt, aber ey. Oh ja. Du hast auch diese kleinen, was sind das denn für Teile hier gespawnt? Die Regen. Das hab ich doch nicht gespawnt. Die sollen mal weggehen. Ich will gegen den Zyklopen kämpfen. Ey, Zyklopen, du. Zyklop, greif sie an. Nein, nein, nein. Er hat sie, glaube ich, gesehen. Auf geht's, oh, Ritter. Ja, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's los. Komm. Oh, was? Was macht er denn? Oh, wow, 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 wow. Auf geht's, eiserner Ritter. Du schaffst sie doch an, so Zyklopen. Ja, macht er doch. Boah. Ey. Wie krass ist das denn, diese XXL-Axt? Boah, hier Alter, krass. Was ist denn mit dem los? Oh, hör auf. Mach deinen Mund zu. Der eiserne Ritter kriegt dich. Jawohl. Auf geht's, Ritter. 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 Boing, Freunde. Einfach meine Vergangenheitsmobs sind so krass. Ey. Das ist voll unfair. Warte mal. Nee, noch eine Chance. Zyklop, greif sie an. Ach komm, kannst du nicht an. Wow, Freunde. Guckt euch das an. Wie krass ist denn das? Einfach. Ich seh's nicht einzuverlieren. Ey, komm, Zyklopen. Das kannst du probieren, Pat. Du wirst keine Chance haben. Die Ritter werden dich zerstören. Ein ums andere Mal. Kommt schon. Haut ihn weg, Freunde. Ja, das sieht gut aus, Boing. Pat, hast du noch was zu sagen, du Verlierer? Das ist doch nicht zu fassen. Natürlich, ich bin auf dem besten Weg, in die Zukunft zu reisen mit der Zeitmaschine. Auch wenn deine Zyklopen gar nicht so ungefährlich aussehen, aber die Ritter machen das. Kommt schon, noch 2 Schläge, dann haben wir es. Ja, der nächste ist tot. Kommt schon, noch einer. Kommt schon, konzentriert euch, ja, und jetzt... Wirf ihn doch hoch, Zyklop, mach doch irgendwas. Ach, der Zyklop, der ist einfach von gestern, aber guck dir den Ritter an, Pat. Der Ritter, jetzt gib ihm nochmal eine mit. Komm schon, du musst ihn doch einfach mal... Ja! Au! Komm schon, nochmal, nochmal und nochmal. Das sieht doch schon richtig gut aus. Aber Pat, Sie müssen nochmal draufhauen auf ihn, stimmt's? Das ist, ich weiß auch nicht, was machen Sie denn da? Sind Sie zum Kuscheln? Ey, hau ihn doch mal, Zyklop. Boing, boah, guck mal, wie hoch der fliegt, Pat. Ach du grüne Neune. Oh, da wurde er erwischt, jetzt wurde er erwischt. Guck mal, guck mal. Boing. Und damit steht es 2:0 in der nächsten Runde. Lass mich in Ruhe, sind Sie. Natürlich, Freunde. Und wir sind wieder einen Ticken näher gekommen, um in die Zeitmaschine zu kommen, Freunde. Was denkt ihr? Befindet sich im Jahr 3020. Bleibt unbedingt dran und findet es heraus. Und wir starten direkt in die nächste Runde. So, Freunde. Und für diese Runde habe ich mir was Besonderes überlegt. Und zwar habe ich hier so ein kleines Fenster, wo Pat mich nicht sieht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal ganz kurz rüber und schauen mal, was Pat für einen Mob spawnt. So, da ist er vielleicht. Er hat schon was in der Hand. Mal gucken, ob er irgendwas sagt. Wir hören mal ganz kurz zu. Also ich glaube, das... Da werde ich schon nie im Leben eine Chance haben gegen Sie. Was denn damit spawnen? Das ist ja voll das schlechte Monster. Da gewinne ich auf jeden Fall. Das nehmen wir nicht, Freunde. Das nehmen wir nicht. Wobei, ja, komm, weg mit dir. Weg mit dir. Was macht er denn da? Der hat ja so eine riesen Kakerlake gespawnt. Der will wohl nicht gewinnen. Nee, damit habe ich auch keine Chance. Gib mir doch irgendwas, was es besser ist. Warte mal. Was ist das denn hier? Freunde, ich brauche ein... Oh, was? Nee, ein Geist. Das hat... Ach, komm schon, Pat. Schau dich mal an. Wo ist der denn hin? Was ist das damit? Oh, das ist gut. Ja, ja, das nehme ich. Oh, Freunde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein Lord-Skelett. Okay, Freunde, ich habe eine Idee. Das sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Und zwar würde ich sagen, benutzen wir jetzt wieder den Zukunftstrank. Der sieht ja schon richtig cool aus. Und zwar setzen wir den passenderweise auch auf einem Skelett ein. Mal gucken, was wir dann da rausbekommen, Freunde. Also, wir werfen den Zukunftstrank im 3... 2, 1, jetzt, komm schon, verwandel dich in ein Zukunftsmonster. Boah, schaut mal, Freunde,
Unser Skelett hat sich einfach in so einen Roboter wieder verwandelt, aber ihr seht, der Roboter hat so ein Zielfernrohr. Das heißt, das ist jetzt ein Robo-Sniper. Davon können wir jetzt ein paar spawnen, Freunde. Ich würde sagen, wir sind, glaube ich, bereit. Wir wissen ja, was Pet gespawnt hat. Pet spawnt dieses Lord-Skelett. Okay, wir entmuten uns jetzt mal ganz kurz und ihr dürft auf keinen Fall, bitte versprecht mir das, dass ihr Pet nicht sagt, dass ich die ganze Zeit schon heimlich cheate. Okay, Pet, hallo, hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich, hallo. Ja, du kannst die Mauer, also von mir aus können wir loslegen. Ha, dann mach dich mal bereit zum Verlieren. Warum? Ja, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, dass ich diese Runde gewinnen werde. Ja, ja. 3, 2, 1, go! Und, wow, du hast ein Lord-Skelett gespawnt. Du hast keine Chance gegen meine Sniper-Roboter. Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Natürlich, guck dir mal die Sniper an. Auf geht's, Sniper. Nein, warte mal. Warte mal, der Henner ist ja gar nicht so schlecht. Er hat noch voll Natürlich viel... Natürlich ist er nicht schlecht. Was denkst du denn, du Flitzpiepe? Komm, Lord, hau sie alle um. Nein. Auf geht's, ihr Sniper, Leute. Ihr müsst doch jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ihr seid doch eigentlich viel besser als... Jawohl, jetzt habt ihr ihn. Lord, greif sie an. Oh, du armes Sniper. Du hast doch keine Chance. Natürlich, kommt schon, Sniper. Ihr müsst euch doch mal anstrengen. Der dreht sich wie ein Pfosten. Komm. Mann. Oh, und der nächste ist... Down. Das oh, sieht du nicht auch gut nicht aus, dran. Freunde. Das sieht du gar nicht gut nicht aus. Dran. Komm schon. Streng dich an. Du bist unsere letzte Hoffnung. Benutz deinen coolen Sniper-Schuss. Komm schon. Ach, nein, Freunde. Wir haben die Runde leider verloren. Es steht nur noch 2 zu 1 für uns, Pet. Naja, komm, das kommt davon. Haha, Freunde. Und wir sehen uns jetzt in der nächsten Runde. Leider steht es 2 zu 1. Die nächste müssen wir auf jeden Fall gewinnen, Freunde. Sonst haben wir ein Problem. Oh, Freunde, das darf uns nie wieder passieren. Pet hat einfach diese Runde gewonnen. Och, Mann, das regt mich gerade richtig auf. Denn nur der Gewinner darf mit dieser coolen Zeitmaschine am Ende des Videos in die Zukunft fliegen. Naja, ich habe mir was Besonderes überlegt für die nächste Runde, Freunde. Kommt mal mit, ich zeige euch da was. Und zwar müssten wir jetzt wieder auf unsere coole Seite gehen. Hier können wir uns ja entscheiden zwischen Zukunft und Vergangenheit. Und ich habe mir überlegt, schaut mal in diese Kiste, Freunde. Hier ist ein kleiner, komischer Zombie. So, wir schließen die Türe wieder ab. Und wenn ich den jetzt spawne, ihr seht, der sieht so ein bisschen wie so eine Mumie aus. Also, der ist schon relativ alt. Aber wir werfen dieses Mal wieder den Vergangenheitsdrang drauf, würde ich sagen, Freunde. Den hatten wir uns beim letzten Mal auch Glück gebracht. Und dieses Mal war der Zukunftskrank nicht so gut. Okay, also, seid ihr bereit? Wir werfen jetzt den Vergangenheitsdrang in 3, 2, 1, jetzt. Komm schon, streng dich an. Verwandel dich in ein cooles Monster. Boah, Freunde. Er hat sich einfach in einen Ureinwohner verwandelt. Und zwar in Baracko. Und ihr wisst alle, wer Baracko ist. Baracko ist der Sonnenherrscher. Und das ist schon ein unglaublicher Ureinwohner. Den gibt es schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, möchte ich schon fast sagen. So, ich würde sagen, Freunde, der ist auf jeden Fall bereit zu kämpfen. Guckt ihn euch an, der Sonnenherrscher ist richtig krass. Und wir schauen jetzt mal ganz kurz rüber, was denn der gute alte Pet spawnen möchte. Ob wir denn unseren Mob ändern müssen oder ob wir damit schon ganz gut fahren. Wir schauen mal hier durch unser Fenster. Wo ist er denn? Da ist Pet. Pet, was macht er denn? Er hat noch gar nichts gespawnt. Er ist, glaube ich, bis am Überlegen. Wir hören mal ganz kurz rein. Ich habe hier noch so eine Spezialkiste versteckt. Warte mal. Das müsste sie doch sein hier. Er hat vielleicht irgendwas versteckt. Das sieht mir nach einer Kiste aus, Freunde. Nein. Pet holt wohl, glaube ich, zum Cheaten raus. Ich glaube, Pet will auch cheaten, Freunde. Wartet mal, das wird ein Nachspiel haben. Was macht er denn da unten, Freunde? Habt ihr eine Idee? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, was Pet da unten macht. Den nehme ich. Oh, er wird keine Chance haben. Freunde. Okay. Ach du grüne Neune, das klingt ja gar nicht... Nein. Er spawnt Nether Skirridge, Freunde. Ihr müsst wissen, Nether Skirridge ist einer der brutalsten Mobs, die es in Minecraft gibt. Und wenn der wirklich in Fahrt kommt, der macht hier die komplette Map kaputt. Merkt euch meine Worte, Freunde. Gleich wird's richtig eskalieren. Naja, wir entmuten uns mal ganz kurz. Hallo, Pet? Hallo. Bist du bereit für die nächste Runde? Ich bin jetzt gleich bereit. Okay, dann lass uns das Duell loslegen. Aber sei bitte vorsichtig, egal was du spawnst. Es darf nicht übertrieben werden, okay? Gut. Dann 3,
2 und go. Und nein, du hast Nether Skirridge gespawnt. Nein, Freunde, ich hab's doch gesagt, das ist der krasseste Mob in Minecraft. Der macht hier nur Schaden. Guckt's euch an, auf geht's. Barako, Barako, streng dich an. Das kann doch... Deine Barakos werden keine Chance haben, Sinti. No, doch, du hast es wirklich gewagt, Nether Skirridge zu spawnen, Pat. Du weißt, wie unfair Nether Skirridge ist. Komm schon. Nein, oh Sonnenexplosion. Nein, Freunde, wir haben keine Chance. Guckt euch Nether Skirridge an. Der ist einfach der krasseste Mob in Minecraft. Ich hab's euch doch gesagt. Oh, du armer Bubu, hast wohl keine Chance, Barako. Nein, na, Barako. Guck dich doch mal an. Barako, streng dich an. Es steht. Komm schon, Sonne. Mach die Sonne irgendwas. Boah, Freunde. Gänse. Oh, 10 Schaden hat er gemacht. So war süß. Na, jetzt aber vielleicht mit dem Laser, mit dem Sonnenlaser ein bisschen mehr. Boah, Freunde. Keine Chance hat Barako, keine Chance hat Barako. Nein, 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 nein. Nether Skirridge ist auch einfach unfair, Freunde. Ihr wisst es doch auch. Der ist so krass und ich glaube, nein. Freunde, wir haben es wieder nicht gewonnen. Und damit steht es nun 2:2. Und die nächste Runde wird entscheiden, Pat, wer in die Zukunft reisen darf. Entweder du oder ich. Okay, Freunde, seid bereit für die nächste Runde, für die letzte Runde, in der es heißt, nur der Gewinner darf in die Zukunft reisen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, wir müssen uns jetzt richtig anstrengen, denn sonst kommen wir nicht in die Zukunftsmaschine. Mann, ich will da unbedingt rein, Freunde. Und dafür habe ich mir nun was Besonderes überlegt. Unser Mob, den wir als erstes mal updaten werden, ist dieser Eisengolem. Das ist jetzt noch nichts Besonderes. Das ist ein gewöhnlicher, süßer Eisengolem. Boah, aber, boah, der hat schon lange nicht mehr geduscht. Warum stinkt der denn so? Naja, Freunde, aber wir haben uns was Besonderes überlegt. Und zwar, ihr seht, Freunde, hier ist eine neue Kiste gespawnt. Das ist nicht die Vergangenheitskiste, ihr seht. Das ist nicht die Zukunftskiste, sondern eine neuartige Kiste. Und ich würde sagen, Freunde, das schauen wir einfach mal rein. Und das ist einfach die ultimative Zukunft, Freunde. Wir werden nun nicht einen normalen Zukunftstrank oder einen normalen Vergangenheitstrank auf unseren Mob werfen, sondern die ultimative Zukunft, Freunde. Sowas habe ich noch nie erlebt und lasst dafür nochmal alle jetzt einen fetten Like da, dass wir das heutige Mob-Battle gewinnen werden. Also, Freunde, 3, 2, 1 und jetzt. Wow, 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 Freunde. Ihr liked ja richtig krass das Video. Das habt ihr euch jetzt aber auch verdient. Das heißt, wir schmeißen jetzt die Potion auf diesen Eisengolem. Komm schon, Eisengolem. Verwandel dich in die ultimative Zukunft. Wow, Freunde. Schaut euch an, was aus diesem Eisengolem geworden ist. Der hat sich einfach komplett verwandelt in einen unglaublichen Giant Eisengolem aus der Zukunft. Schaut euch das einfach an, Freunde. Wenn ich nun die letzte Runde nicht gewinne, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich würde sagen, Freunde, wir verlieren keine Zeit. Dann würde ich sagen, Pat, hallo, hallo, ich bin wieder da. Hörst du mich? Natürlich höre ich dich. Bist du bereit für die letzte Runde im heutigen Mob Battle? Oh ja, das bin ich. Du weißt, was das heißt. Der Gewinner darf mit der Zukunftsmaschine, bzw. der Zeitmaschine in die Zukunft reisen. Und das darf halt nur der Gewinner. Du bist bereit, oder? Oh ja. Und weißt du, wer der Gewinner ist? Das ist Team Rot, also Team Synthi. Na, na, na. Das glaubst du selbst nicht. Okay, komm, Pat. Hör auf, so lange zu reden. Zähl den Countdown runter und zieh die Mauer runter. Und dann fangen wir an mit dem letzten, finalen Kampf, Freunde. 3, 2, 1, let's go. Und wow, 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 kommt schon, ihr Riesenroboter. Holt euch diese Hoglins. Kommt schon, Riesenroboter. Ihr seid die Besten. Kommt schon, das ist der letzte Kampf. Wir brauchen euch alle hier nochmal im Chat auch. In den Kommentaren. Seid alle für uns da. Drückt uns die Daumen. Komm schon, komm schon. Hoglins, Hoglins, Hoglins. Roboter, Roboter. Ja, komm schon, die Roboter. Nein! Ja, den ersten haben wir. Komm schon, ja, nee! Freunde. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben die letzte Runde im heutigen Mob-Battle gewonnen. Pat, willst du nochmal einen spawnen aus Angst? Komm schon, einen darfst du nochmal spawnen. Komm schon, Pat. Na, komm, holt ihn euch, Roboter. Hey, das ist unfair. Das habe ich nicht gesagt, das Freunde. Das wirst du heimbekommen. Auf keinen Fall, Freunde. Das ist jetzt unfair, was Pat macht. Das ist unfair.
Das ist jetzt... Nein, 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 Freunde. Nein, 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 wir dürfen das nicht verlieren. Du hast doch noch gerade große Klappe gehabt da hinten. Nein, unsere Roboter sind eh besser. Kommt schon, Roboter, strengt euch mal an, bitte. Das kann doch nicht sein. Kommt schon, Roboter. Ich dachte, wir haben schon gewonnen. Hoglins, ja. Nimmt das, ihr Roboter. Kommt schon, Freunde. Wir haben die letzte Runde gewonnen, Freunde. Und das heißt nun, wir dürfen in die Zeitmaschine reisen. Und ich würde sagen, Pat, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt erstmal in die Zeitmaschine rein und ich schau mal, wie das hier erstmal funktioniert. Also, Pat, ich gehe jetzt in die Zeitmaschine. Bis später. So, Freunde, wir gehen jetzt in das Jahr 3020. So, die Tür wird geöffnet und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder in der Zukunft, Freunde. Boah, Freunde, wo ich glaube, wir sind irgendwo anders. Es ist dunkel und... Wartet mal, wir sind... Woanders und wer ist das denn? Moment mal, wir sind im Jahre 3020 und was ist das? Freunde, das ist irgendein komischer... Oh, ey, lass mich in Ruhe mit deiner Waffe da. Ich bin Synthi, was hast du vor mit mir? Ey, warte mal, Freunde. Geh weg von mir! Geh weg von mir! Nein, ich kann ihn nicht schlagen! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein, 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 Freunde! Nein! Aua! Was war denn das denn für ein Geräusch, Freunde? Guten Morgen, wartet mal. Es ist ja noch mitten in der Nacht. Was war das denn? Das hat sich irgendwie ganz komisch angehört. Ich glaube, ihr habt das auch gehört, Freunde, oder? Wartet mal, wir gehen mal kurz raus. Ich nehme mir mal eine Fackel hier mit und schau mal, was das hier draußen war, Freunde. Ihr habt das doch auch gerade gehört. Das hat sich ein bisschen so wie Aliens angehört. Wartet mal, wir gucken mal, Freunde. So, hallo? Ist ja jemand? Freunde, es ist mitten in der Nacht. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe mal meine Fackel in der Hand und... Nein, 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 Freunde. Warte mal, habt ihr das auch gesehen? Sind das etwa Aliens beim Labor? Moment, Freunde, wir schauen uns das nochmal an. Vorsichtig ranschleichen. Moment mal, Freunde. Hier sind einfach Aliens beim Labor gespawnt. Ach du grüne Neune, oder? Freunde, doch, ihr seht's. Das sind Aliens, die haben, was haben die mit dem Labor vor? Moment mal, ich hol mir mal ein bisschen Ausrüstung, also ein Schwert, einen Bogen und guck mir das mal an, Freunde. Das kann doch nicht sein, das habt ihr doch auch gerade gesehen. Das können, nein, 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 Freunde, Moment mal, ich brauche auf jeden Fall deine Unterstützung. Glaubt ihr wirklich, das sind Aliens, Freunde? Naja, ich würde sagen, wir holen uns mal ein Schwert hier raus oder meinen Bogen, meine Fackel. So nehme ich natürlich auch mit. Pfeile und meine super coole Regenbogenrüstung darf auch nicht fehlen. So, Moment, die ziehe ich mir an, Freunde, und dieses coole Schwert nehme ich auch mit. So, Moment mal, Freunde, jetzt bin ich gewappnet. Oh, es ist mitten in der Nacht, ich bin noch todmüde, aber für euch mache ich das auf jeden Fall, Freunde. Moment mal, so, hier sind einfach wirklich Aliens, Freunde. Schnell die Fackel in die Hand, dass ihr auch was seht, ja? Freunde, wenn du mir helfen möchtest, diese Aliens zu besiegen, dann ist es jetzt richtig wichtig, dass du ein Like da lässt in 3 Sekunden. 3, 2, 1 und jetzt. Boah, wow, Freunde, ihr habt voll übertrieben. So viele Likes. Ich würde sagen, ey Aliens, verzieht euch aus der Stadt. So, oh, Freunde, die Aliens kommen. Oh, nimm das, du blöder Alien. Den ersten haben wir. Was haben die denn mit dem Labor vor? Komm, geh weg, Alien. Aua, nimm das hier mit meinem Schwert. So, und ihr könnt auch hinterherkommen. Nun, nimm das, Aliens. Boah, du kriegst jetzt hier ein mit meinem coolen Schwert und du auch. Komm, geh weg, Alien. So, Freunde, und du auch? Komm, traust du dich nicht, Alien? Boom, Freunde, erledigt. Und boah, was haben die Aliens denn hier für einen Alienschleim mitgebracht? Das ist... Oh, hier steht noch einer. Geh weg von mir, Alien. Wir möchten euch hier nicht in der Stadt haben. So, puh, das wäre schon mal erledigt, Freunde. Guckt euch das an. Die Aliens haben hier alles voll gemacht. Ganz komisch. Das ganze Labor ist zerstört. Wir gehen mal kurz rein. So. Hallo?
Ist hier noch einer von euch Aliens? Ihr könnt wegbleiben, Synthi ist bereit zum Kämpfen. Nee, okay, Freunde, hier ist anscheinend nichts mehr, aber was ist das denn für ein Gang? Wartet mal, das war vorher noch nicht da. Wir gehen mal ganz vorsichtig runter und schauen uns das an, Freunde. Hallo? Ist hier jemand in diesem Keller? Boah, Freunde, nein. Der Keller hat ein Passwort. Was denkt ihr, könnte denn das Schloss sein? Ich denke, 1, 2, 3, 4, ja, und... Boah, Igitt, was sind... Freunde, was sind das für ekelhafte Tierchen hier? Geht weg. Wartet mal, nehmt das, ihr ekligen... Freunde, das sind Kakerlaken hier im Keller. Okay, also, wir sind drin und hier ist noch eins von diesen... Oh, Entschuldigung, der Herr. Entschuldigung, geht mal weg hier, ihr blöden Kakerlaken, Freunde. Was haben wir denn hier? Wir haben hier irgendwie einen Mann, der ist komplett ein Diamant. Oh, Freunde, komisch. Und hier ist ein Mensch, das ist ein kompletter Goldmensch. Und hier ein kompletter Smaragd. Und, Freunde, hier ist der Lautsprecher. Warte mal. Hey, Lautsprecher, was machst du denn hier? Warum bist du hier denn gefangen? Hilf mir, Synthi. Du musst mich zum Goldlautsprecher verwandeln. Schau im Buch, was zu tun ist. Freunde, die Aliens haben diese ganzen Menschen hier verwandelt und wir müssen jetzt, Moment mal, und wir müssen jetzt den Lautsprecher zu einem Goldlautsprecher verwandeln. Oh, Freunde, ihr habt's mitbekommen, ihr wisst nun, was unser heutiges Abenteuer ist, Freunde. Habt ihr Lust auf dieses Abenteuer? Dann bleibt jetzt unbedingt dran, denn wir verwandeln heute den Lautsprecher in einen kompletten Goldlautsprecher und er meint irgendwas mit schau im Buch nach. Hier ist ein Buch. Was steht denn da? In Gold verwandeln. Das nehmen wir uns mal ganz kurz raus, Freunde. Das Buch ist verzaubert und heißt in Gold verwandeln. Das wird schon richtig sein, Freunde. Moment mal, und hier ist auch so eine Maschine. Wir gucken mal ins Buch rein. In Gold verwandeln. Um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln, mach folgendes. Erstens 10 Goldbarren. Die goldene Melone, Goldapfel, danach in den Topf. Okay, Freunde, das heißt, wir wissen, was zu tun ist. Und schaut mal hier, hier ist der Goldbarren, den wir brauchen, die goldene Melone und hier der Goldapfel. Okay, dann weiß ich Bescheid. Hey, Lautsprecher, die Zuschauer und ich werden dir helfen, dich in Gold zu verwandeln. Bleibt also unbedingt dran und hilft uns. So, der Goldsprecher, beziehungsweise der Lautsprecher wartet auf uns. So, dann gehen wir mal raus. Es ist einfach immer noch stockdunkel, Freunde. Schaut's euch an. Der Himmel, es ist mitten in der Nacht. Oh Mann, und ich wurde einfach von diesen komischen Aliens geweckt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal eben ganz schnell ins Bett, ruhen uns aus und dann starten wir gleich in das Abenteuer. Mitten in der Nacht ist es nämlich gefährlich. So, Türe abschließen. So, das tut doch schon mal gut, Freunde. Die Rüstung kann ich ja mal auch weglegen. Die war aber sehr wichtig, Freunde. Ihr habt es ja gesehen, ich musste gerade gegen Aliens kämpfen. So, legen wir das alles rein, Freunde. Ich lege mich jetzt noch mal kurz schlafen und wir sehen uns gleich wieder. Boah, Freunde. Boah, eine lange Nacht war das nicht. Und ich habe geträumt, ich hatte richtig viele Albträume. Aber naja, jetzt heißt es, wir machen uns erstmal auf den Weg. Und ich habe eine Idee, wo wir diese goldene Melone herbekommen können. Denn ihr müsst wissen, hier in der Stadt gibt es einen kleinen... Oh Gott, Freunde, das Feuer brennt auch noch hier die ganze Nacht. Hier hinten gibt es einen Farmer, einen Bauern quasi. Und der müsste sowas haben. Hallo, Herr Bauer. Wir brauchen die goldene Melone. Hat der hier irgendwas? Nee, Freunde, hier sind nur Karotten, hier ist Weizen. Hier sind normale Melonen. Und was ist das denn? Oh, das ist Weizen. Moment mal, Freunde, wir platzieren das direkt wieder hin. Oh Gott, hallo, Herr Arbeiter. Ich bräuchte die goldene Melone. Haben Sie da sowas? Ich sehe, Sie haben hier nur die normale Melone. Aber wir bräuchten die goldene Melone. Was haben Sie denn? Und, oh, er hat hier eine Liste. Wir bekommen für 7 Diamanten eine goldene Karotte. Für 3 eine goldene rote Beete. Und für 5 bekommen wir die goldene Melone, Freunde. Das heißt, wir brauchen jetzt 5 Diamanten, aber das sollte kein Problem sein. Ich würde sagen, das machen wir direkt mal. Wir schauen nochmal unser Buch nach. Ja, die goldene Melone einmal. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz auf den Dachboden, Freunde, und schauen mal, wo sich die goldene Melone befindet. Und ich bin so gespannt, Freunde. Denkt ihr, wir schaffen es, den Lautsprecher komplett in Gold zu verwandeln? Ich bin mir sicher, mit deiner Hilfe schaffe ich das. Hier habe ich keine Diamanten mehr. Dann muss ich mal nach oben gehen. So,
zwar in die Kiste hier oben. Ey, geh mal weg. So, hier brauchen wir den Schlüssel. Wartet mal, ich habe doch eine Idee, Freunde. Guck mal runter. Ich habe hier unten so eine kleine Schatzkiste, aber die ist mit einem Schloss verriegelt und dort sammle ich meine schönen Diamanten und meinen Edelstahl und so weiter und meine Smaragde. Ich würde sagen, wir holen mal eben den Schlüssel raus, Freunde. Ihr müsst wissen, das hier ist der geheime Schlüssel. Das wisst jetzt nur ihr. Das dürft ihr keinem sagen, denn das ist eben das Passwort zu meinen Diamanten. So, wir öffnen mal ganz kurz das Schloss und ja, wir brauchen Diamanten. 5 Stück. 3, 4, 5 und die Kiste schließen wir wieder ab. So, jetzt kam hier keiner rein und wir legen den Schlüssel wieder nach oben, Freunde. So, und dann bin ich mal gespannt, ob wir damit jetzt wirklich diese goldene Melone bekommen. So, Türe ist abgeschlossen. So, Freunde, schnell zum Bauern rüber. Komm schon, Herr Bauer, Herr Bauer. Ich hab 5 Diamanten. Jetzt möchte ich aber auch die goldene Melone haben. So, es hat funktioniert, Freunde. Wir haben die goldene Melone und damit das erste Teil, was wir brauchen, um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. Und das würde ich sagen, bringen wir jetzt auch direkt in diesen coolen Goldtopf, dass ich das schon mal schön in die Rezeptur verlagern kann. So, wir öffnen mal ganz kurz wieder das Türchen. So, Freunde, echt krass, dass hier heute Nacht einfach echte Aliens waren. Moment mal, also das Passwort war 1, 2, 3, 4 und hallo, Herr Lautsprecher, schau mal, was ich in der Hand habe. Ich habe schon die goldene Melone und die schmeißen wir jetzt hier rein. Also, Freunde, wir haben das erste, die goldene Melone. Dann brauchen wir noch 10 Goldbarren. Boah, Freunde, 10 Goldbarren sind schon eine Hausnummer, aber ich weiß, wo wir da hingehen könnten. Ihr müsst wissen, hinter meinem Haus ist eine Mine gespawnt durch ein Erdbeben, Freunde. Hier war die letzten Tage ordentlich was los. Und ich würde sagen, wir schauen mal in dieser Mine, aber dafür brauchen wir noch eine Spitzhacke. So, Moment mal, die Türe öffnen wir. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich noch eine Spitzhacke hier habe. So, hier war keine drin, aber hier, Freunde, hier haben wir eine Diamantspitzhacke und 5 Kohle. Was zum Essen nehme ich auch mal mit. So, Schwert kann man auch mal gebrauchen, Freunde, denn ihr wisst ja, wenn in der Höhle Monster sind, dann ist es da nicht so einfach. So, Tür ist abgeschlossen und hier hinten ist die Höhle. Guckt mal, Freunde, und hier steht betreten verboten, lebensgefährlich. Boah, Freunde, soll ich da wirklich runtergehen in diese Mine? Hier steht lebensgefährlich und der Skelettkopf, der ist da auch schon eine Weile, habe ich das Gefühl. Boah, egal, ihr wollt sicherlich, dass ich das mache, dann mache ich das auch. So, dann gehen wir mal runter hier über diese... Aua! Aua, 2 Herzen verloren. So, Moment, hier rüber und jetzt müssen wir einmal hier so einen mächtigen Sprung machen. Moment, nein, wir bauen uns einfach hier rüber. So, und jetzt geht's hier vorsichtig runter über die Leiter und 10 Goldbarren, Freunde, brauchen wir. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Gold abbauen. So, 1 Gold haben wir schon mal und wir brauchen ja auch einen Ofen dafür. Moment mal, das heißt, wir nehmen uns hier mal ein bisschen Holz weg. 4 Stück sollten reichen für eine Werkbank und dann bauen wir uns danach eben den Ofen. Moment mal, so. Jetzt noch hier einmal abbauen, Freunde. Komm schon, sehr gut. Und hey, wo ist das letzte Holz? Ich brauche doch 4. Hey, wo hast du denn mein Holz hin? Ist das hier? Nö, Freunde, das kann doch nicht sein. So, noch einmal diesen Holzbarren abbauen. Meine Hände tun schon weh. So, einfach hier Holz, jetzt die Werkbank, Freunde. So, und jetzt haben wir auch genug für unseren Ofen, Freunde. Boah, wie cool. Wir haben schon fast das zweite Item, was wir brauchen, und zwar die 10 Goldbarren. So, und dann haben wir hier noch mehr Gold. So, das müssen wir abbauen. So, jetzt haben wir schon 5 Stück, Freunde, also die Hälfte von 10. So, okay, und das Goldbret, dann haben wir hier oben noch was und meine Fackel, die brauche ich mal auch. Hier unten ist doch auch noch was gewesen. Genau, Freunde, boah, ich bin so gespannt, was denn passiert, wenn wir diese 10 Goldbarren haben. Boah, Freunde, denkst du wirklich, wir schaffen das? Ich glaube schon, mit deiner Hilfe schaffen wir das, aber dafür musst du unbedingt bis zum Ende dranbleiben. So, Moment, das sieht gut aus. So, und ich glaube, wir haben es doch auch schon vollständig, oder? So, Moment. Aua, aua, aua. So, noch hier ein bisschen rein. 7. Genau, Freunde, ich würde sagen, wir warten kurz ab, bis das Gold durchgebraten ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, Freund, da sind wir wieder und wir haben nun die 10 Goldbarren. Wie cool. Und jetzt geht's ganz schnell zurück, Freunde, denn wir wollen ja auch keine Zeit verlieren. Denn der Lautsprecher wartet ja auf uns, Freunde. Der Lautsprecher möchte nämlich einfach in Gold verwandelt werden. Und dafür sind wir da, Freunde. Und ihr auch. Ihr helft mir ja natürlich. So, jetzt noch einen vorsichtigen Sprung. Erledigt. Und jetzt geht's schnell zurück. So, komme ich hier hoch? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und dort hinten befindet sich ja das Labor. Und dann rennen wir mal ganz schnell zurück, Freunde. Wow, ich bin so gespannt, wie das aussehen wird, wenn wir den Lautsprecher in Gold verwandelt haben. Denn danach müssen wir ja nur noch einen Goldapfel holen. Das sollten wir auch... Ey, jetzt komme ich nicht in die Türe rein. So, schnell runter hier. 1, 2, 3, 4. Und ich würde sagen, die 10 Goldbarren werfen wir direkt rein, Freunde. Sehr gut. Und damit füllt uns nur noch der Goldapfel. Let's go, Freunde. Das schaffen wir auch. Und ich weiß auch, wo wir den Goldapfel finden können. Denn ihr müsst wissen, Freunde, hier in der Stadt gibt es einen magischen Zauberwald. Und dort bin ich mir sicher, dass sich etwas befindet, was uns helfen wird. Kommt schon, kommt mit. Dafür brauche ich dich. So, also, hier ist der magische Zauberwald. Aber wo sind denn die Einhörner, Freunde, eigentlich leben hier Einhörner. Und hier sind sie ja, Freunde, schaut mal. Hier im magischen Zauberwald befinden sich alles Einhörner. Boah, guck mal, Freunde, einfach ein echtes Einhorn. Und das ist ein rosa Einhorn, wie cool. Und nicht runterfallen, Einhorni. Und ihr seht, hier sind überall Äpfel, Freunde. Aber wir brauchen einen Goldapfel. Hier vielleicht... Nee, wir haben jetzt 2 Äpfel. Wir gucken mal an den Bäumen. Hier sind alles normale Äpfel, nur Goldäpfel sind bislang eine Fehlanzeige. Hier vielleicht? Nein, 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 nein. Wo sind denn die Goldäpfel, Freunde? Und schaut mal, mein Adlerauge hat hier den Goldapfel entdeckt. Komm schon, Freunde, den Goldapfel brauchen wir. Aber wie kommen wir denn da hoch? Mit einer Räuberleiter, aber keiner von meinen Freunden ist da. Moment mal, habe ich hier noch einen Block? So, ich muss aufpassen, als wenn ich hier jetzt hochkletter. So, Moment mal. So, jetzt sind wir schon mal auf dem Baum oben drauf. Mal gucken. Vorsichtig, Freunde. Wenn ihr an so Bäume rumklettert, müsst ihr immer besonders vorsichtig sein. Was, seht euch an, der befindet sich direkt hier. So, kommt schon, Freunde. Und ja, Freunde, wir haben den Goldapfel. Wie cool. So, das heißt, den müssen wir jetzt auch noch reinmachen in diesen Goldtrank. Und dann haben wir schon eigentlich alle Sachen, außer die 4. magische Zutat. Moment mal, das heißt, wir laufen jetzt hier mal ganz schnell rüber wieder ins Labor. Und dann gucken wir, ob sich in dem Buch was ändert. Ich bin so gespannt. Wir reden mal kurz mit dem Lautsprecher und sagen ihm, dass wir ihn gleich verwandeln können. So, hallo Herr Lautsprecher, ich bin's wieder, Synthi, mit den Zuschauern. Wir haben jetzt auch den Goldapfel, also wir haben fast alle Materialien, um dich zu einem coolen Goldlautsprecher zu verwandeln. Ich hoffe, du freust dich. So, wir werfen das jetzt rein und schauen mal in unserem Büchlein, was die 4. Aufgabe sein wird. So, Freunde, kommt schon. Wir schauen jetzt mal in unserem schlauen Büchlein nach, ob sich dort etwas getan hat. So, Lautsprecher, gleich können wir dich verwandeln in komplett Gold. Also, das kriegen wir hin. So, in unserem Buch, oh ja, viertens ist Goldtrank von Opa. Okay, Freunde, das heißt, wir gehen jetzt zu Opa Wilhelm und fragen ihn mal ganz kurz, ob er einen Goldtrank für uns hat. Denn das ist die letzte Zutat, um den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. So, dann machen wir mal die Türe hier auf. So, Opa Wilhelm, Opa Wilhelm, ich komme nicht durch die Türe. So, Opa Wilhelm, ich bin Synthi. Wo bist du denn? Wo steckst du? Kommt schon, wo ist er denn, Freunde? Ach, natürlich zu Hause, nicht in seinem Garten. Der könnte den Weg auch mal ein bisschen schöner machen. Hier stolpert man ja und rutscht irgendwie aus und bricht sich das Bein. Naja, hallo Opa Wilhelm, ich brauche von dir einmal bitte den coolen Goldtrank. Das wäre super und... Oh, da ist er, Freunde. Moment, Opa Wilhelm, gib doch den Goldtrank her. So, danke Opa Wilhelm, du bist wirklich der Beste. So, ich schließe wieder ab, okay? So, Freunde, schaut mal, hier steht's. Goldtrank. Und den müssen wir jetzt noch als letzte Zutat in den Topf machen. Und dann haben wir schon direkt, also können wir direkt den Lautsprecher in Gold verwandeln. Wie cool, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. So,
dann wieder rein in die Türe und... So, Freunde, dann würde ich sagen, als letzte Zutat werfen wir nun den Goldtrank hinein. Perfekt. Ey, warum nimmt er das denn nicht? Das ist doch der Goldtrank. Komm schon, jetzt nimm endlich diesen Goldtrank. So, Freunde, also, seid ihr bereit? Wir können jetzt den Hebel umlegen und so den Lautsprecher in Gold zu verwandeln. Dann lasst jetzt nochmal alle, die hier das Video anschauen, ein kostenloses Abo da. Komm schon. 3, 2, 1, jetzt. So, danke für dein Abo. Jetzt hast du dir es auch verdient, dass wir den Schalter umlegen. In 3, 2, 1, jetzt. So, warte, Goldsprecher, Freunde, wo ist denn der Goldlautsprecher? Ey, wo habt ihr den Goldlautsprecher hin? Wir haben ihn noch gar verwandelt. Ey, du da, Freunde, wo ist er denn hin? Wartet mal, vielleicht befindet er sich ja draußen. Hey, Lautsprecher, wo bist du? Bist du hier oben? Oh, Freunde, hat der uns etwa geprankt oder wo ist er? Moment mal, wir gehen mal raus und... Wow, Freunde, schaut's euch an, der Lautsprecher ist da und wir haben ihn komplett in Gold verwandelt und er hat hier auch noch zwei richtig coole Goldblöcke in der Hand. Freunde, schaut's euch an, der Lautsprecher hat sich einfach komplett in Gold verwandelt. Ach du grüne Neun, und der ist auch zu einem Riesen geworden, Freunde, wie cool sieht das denn aus? Wow, wie cool, danke Freunde, dass wir das zusammen geschafft haben, wir haben gemeinsam den Lautsprecher komplett in Gold abgegradet. Danke fürs Zusehen. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video und tschüss.